Queen selbst, nein, auch alle anderen Königshäuser dieser Welt vertrauen ihrem stilsicheren Händchen für zarte Blüten und Blumenkunst, vor allem auf Hüten. Wann immer wir schon mal in Hollywood einen Hut gesehen haben mit einem wunderbaren Blumendekor darauf, Sie können sicher sein, dass Heide Steyer ihn gestaltet hat. Herzlich willkommen bei uns, eine Blumenmacherin. Herzlich willkommen. Wer Sie anguckt, der sieht, Sie tragen Ihre Kunst sozusagen am Mann. Ja. Sie haben uns ein bisschen was mitgebracht. Lassen Sie uns über Ihren tollen Beruf reden, der Blumenmacherin. Sie kommen gerade, ja, glaube ich, aus Paris zurück von der Messe. Ja, wir waren. Kommen Sie mit guter Stimmung oder wie laufen die Geschäfte? Da wollen wir mal so sagen. Es ist ja auch immer so, dass sich die Weltsituation bei einer Messe spiegelt. Mhm. Und es ist nicht einfacher geworden. Also es ist nicht einfacher geworden, an das Geld der reichen Leute zu kommen. Okay, und Sie wollen, da Sie made in Germany sind, beziehungsweise made, ja, in Wallroda, was ja in Sachsen liegt, ja, ist es natürlich auch, hat das alles natürlich seinen Preis, aber Sie gelten auch als eine der besten Blumenmacherinnen der Welt. Wer sind Ihre Kunden? Unsere Kunden sind die Hutmacher der Welt. Mhm. Also ich mache nicht den Hut, sondern ich liefere nur die Blume dazu. Aber diese Blumen, da gibt es ja schon so eine Vielfalt. Mhm. Wir haben also bestimmt eine Kollektion, wenn wir nach Paris gehen, habe ich 60 Kartons mit, in denen mindestens 12 Blumen in 4 Farben ausgefärbt sind. Das ist also eine Vielfalt, die es sonst eben einfach auf der Welt nicht gibt. Und dann kommen die großen Modehäuser zu Ihnen, also wenn Sie jetzt auf die Messe gehen und kaufen das ein. Es wird ja auf Hüte gesetzt, aber Sie sind natürlich, ja, finden auch auf Kleidung statt. Oder? Ja, wir liefern sämtliche hochwertigen, couturemäßigen Brautkleiderfirmen der Welt. Also es ist wirklich so, dass wir jetzt auch die Edelboutique, ja, in Peking beliefern. Nein. Früher wurden wir nur kopiert, ja. Aber jetzt ist es so, dass doch die Chinesen, obwohl meine Blüten eigentlich ziemlich groß sind für so eine kleine Chinesin. Ja, ja, die kommen auch auf den Geschmack langsam. Ne? Also ich könnte mir vorstellen, wenn Sie Ihre Blüten ja dann irgendjemandem anliefern, dann wissen Sie natürlich gar nicht genau, wie die hinterher verarbeitet werden. Nein. Das heißt, Sie gehen manchmal auf Verdacht, wenn Sie wissen, oh, es könnte ein, ja, Hut vorkommen im Film, gehen Sie einfach mal ins Kino. Ja, das habe ich. Also als ich noch jünger war, bin ich regelmäßig ins Kino gegangen, ja, und habe mir diese, naja, tollen Filme angeguckt, eben Titanic und 4 Hochzeiten und ein Todesfall. Und ja, und dann sitzt man da im Publikum und sieht auf der Leinwand, die Blume, die hast du gemacht. Ja. Das ist natürlich irgendwie ein tolles Gefühl. Waren Sie da vorgewarnt oder sind Sie mit? Nein. Ach, man hat Ihnen nicht vorher gesagt, geh ins Kino. Es ist nur so, wir haben einen Kunden in London, der beliefert wirklich diese die ganzen. Stars. Nein, nicht die Stars, so, sondern die Produzenten der Filme. Verstehe. Jetzt sind Sie ja nicht mit leeren Händen gekommen. Hier sind ja anmutige Produkte aus Ihrer Heimat, also aus wie heißt der Ort? Wallroda. Ja. Jetzt gibt es hier einen, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, einen Philip Tracy oder Tracy Hut. Ja. Tracy. Ja, Tracy. Philip Tracy weiß Frau Berben, ach, natürlich, weil sie war ja mit Jimi Hendrix schon in London. Und hat den Hut von Philip Tracy dabei. Und hat den Hut von, genau. Was macht einen Philip Tracy Hut? Aber welcher von denen ist es denn überhaupt? Der. Oh. Kann der Herr mal den mal jemand, können Sie mir, ich spreche mit ihm, ja, ja. Können Sie ruhig mal, genau. Dankeschön. Ja. Oh, ist das ein Traum. Ja. Diese Blüte, die da drauf ist, wie lange braucht man für sowas? Na, für eine Blüte ungefähr 4 Stunden. Frau Berben, also die Verformung ist auch per Hand gemacht. Wir können doch, würden Sie die mal Verformung Frau der Blüte. Also das muss Hut jetzt auf sich. Ja. Mit heißen Messern und heißen Kugeln. Guck mal, das ist jetzt wirklich aber eine ganz alte. Guck mal, das ist. Ist das schön? Wo ist denn vorne? Hinten, gell? Da müssen wir. Das also Schild, Schild ist das hinten. So, ja, genau. Mein Gott. Yeah. Oh Gott, ist das schön. Barbara sollte aber jetzt auch. Ist es ein Hut oder sind es zwei? Das weiß ich nicht, Barbara. Ja, das weiß ich nicht. Den anderen könnte Mike dann. Oh, guck mal, das oh, ist doch.
das royale Leben gemacht. Das ist nie ein Quatsch. Nein, du bist doch sauer. Das sieht super mit der Schal. Sieht total gut aus. Ja. Sarah, sind Sie Hutträgerin? Ich habe Sie gesehen beim Radiopreis und da sahen Sie sehr cool aus mit einem Hut. Und, super. Das ist aber hallo. Ja, ich mag Hüte. Kann man nicht so gut da verstecken. Ich mag das sehr. Kann man hier auch Blumen ranmachen? Ja, natürlich. Texas Rose. Barbara, zieh das Gespräch mannhaft an dich. Du kannst jetzt wieder Omas spielen, sag ich mal, weißt du? Auch wenn du nicht mal den jungen Liebhaber gibst, aber es wartet jetzt wieder die Frauenrolle auf dich sozusagen. Ja. Lassen Sie uns ein bisschen über Ihre Kunst reden. Die Kunst des Blumenmachens ist eine ganz alte Kunst. Seit wann gibt es das? Eigentlich schon seit 3000 Jahren. Seit 3000 Jahren? Ja, es kommt schon in der Bibel im Alten Testament vor. Sind Sie sicher? Ja. Und wie hat man das damals gemacht? Ja, das weiß ich leider nicht. Also ich weiß nur, dass im Buch der Könige, da wird Salomo geprüft von seiner Geliebten. Und sie hat ihm 12 Lilien hingereicht. Und 6 davon waren unecht und 6 davon waren echt. Aber Salomo war schlau und hat auf die Bienen geachtet und konnte so das Rätsel lösen. Nun muss ich aber sagen, also es gibt auch Bienen, die auf meine Blumen gehen. Da gehe ich davon aus. Aber die haben vorher geraucht. Die haben vorher. Aus was wird das alles gemacht? Also das ist ja zum Beispiel mein Lieblingsexemplar. Was ist das für Material, was Sie verarbeiten? Also hauptsächlich Seide, weil sie sich am schönsten ausfärben lässt. Mhm. Dann aber alle natürlichen Gewebe und alles, was natürlich ist. Wir verarbeiten auch Leder. Mhm. Oder Kork oder immer was so, was man denkt, was ein Knüller werden könnte. Ja. Kann ich das heute, wenn ich sage, ich möchte Blumenmacherin werden, kann ich das noch lernen als Lehrberuf? Nein, leider nicht. Das ist leider vorbei, das ist wirklich Geschichte. Mhm. In der Bundesrepublik wurde dieser Beruf 1972 in einer Berufsreform gestrichen. Und das war der Grund, warum wir dann, mein Mann und ich, waren mit der Wiedervereinigung 50 Jahre alt. Mhm. Wir haben also vorher in Berlin produziert und sind dann in die Nähe von Dresden gegangen, weil da das deutsche Blumenmacherzentrum war. Da unten sieht man, Sie können gerade sich selber sehen. Aber wenn wir mal darüber reden, dass das Blumenmacherzentrum war, dann können Sie mal eine Zahl nennen, weil das war ja wirklich eine Riesenindustrie in den 20er Jahren. Ja, nicht nur in den 20er Jahren, auch VEB Kunstblume war der... Schön. Ja, schön. VEB Kunstblume. Ja. Interessant, das war totaler Heimatbegriff. Ja, da waren also mit der Wiedervereinigung noch 3.500 Leute, die Blumen machten. Das kann man sich überhaupt nicht mehr vorstellen. Und leider mit der Wiedervereinigung ist das aber alles kaputt gegangen, weil die Löhne wurden dann angepasst und dann konnte man nicht mehr weltweit liefern. Und wir haben aber alles Fachkräfte, die eben da noch gelernt haben, in unserem Dorf in Wallroda, haben wir mit von diesen gelernten Fachkräften aus der DDR profitiert. Und ich konnte die arbeiten jetzt da bei Ihnen? Nicht alle 3000. Nee, aber wie viele? Na, wir sind nur noch 8 jetzt. 8, okay. Und die sind alle dahin gezogen, mitsamt der Familie und so? Nee, die brauchten ja nicht. Ich bin dahin gezogen. Ach so. Ich bin von West-Berlin. Da runtergezogen. Aber sagen Sie bitte, wie kann man sagen, das ist quasi verordnet worden, dass es das nicht mehr gibt? Was ist das für eine Verordnung? Ein Beruf stirbt der aus? Der Lehrberuf ist dann auch mit der Wiedervereinigung auch da in der DDR gestrichen worden. Und aber wir haben davon aus der Ausbildung profitiert. Weil, also, um diese Blumen zu machen, braucht man einfach eine 3-jährige Lehrzeit. Das schafft man sonst nicht. Sind Sie traurig, dass Sie dann keine richtige...
Ja, also für mich reicht es ja. Ja, ich werde ja mit meinen Mitarbeitern alt. Ja, aber da haben wir ja schon das Problem, weil Sie sagen, Sie werden alt mit Ihren Mitarbeitern und Sie brauchen natürlich eigentlich jemanden, der Ihre Firma übernimmt. Eigentlich ja. Ja. Wollen wir mal einen Aufruf machen? Genau. Ach, es wäre keine schlechte Idee. Was muss er denn haben, der Nachfolger oder die Nachfolgerin? Naja, ein bisschen Kohle sollte er auch schon haben. Ja, ein bisschen Kohle sollte er haben. Wir haben einen. Naja, aber es gehört natürlich auch sehr viel Liebe dazu. Das, also, ich habe ja in meinem Leben zum ersten Mal am Jungfernstieg Pariser Seidenblumen gesehen. Ich hatte ja vorher überhaupt nichts damit zu tun. Und nur durch meinen Mann bin ich eigentlich da reingeraten in dieses Berufsleben. Und ich muss gestehen, als ich zum ersten Mal Pariser Seidenblumen sah, ich kannte nur Schießblumen oder sowas. Ja, ne? Ja. Es gibt Unterschiede. Es gibt keine Unterschiede. Ja, also als ich zum ersten Mal diese Pariser Seidenblumen gesehen habe, habe ich gesagt, also Gerald, wenn wir überhaupt sowas machen wollen, ja, dann muss es dieses Endprodukt sein. Sonst brauchen wir gar nicht anzufangen. Und das haben Sie geschafft. Was brauchen wir für die nächste Saison? Also wenn ich mir jetzt entweder ich kaufe mir einen Fascinator oder ich nehme so eine singuläre Blume, die hier vorne sozusagen was ist denn ein bei mir ein bisschen Nebenkriegsschauplatz ablenkt. Dies ist ein Fascinator. Also, was ist ein Fascinator? Ein Fascinator ist alles, was kein Hut ist sozusagen und trotzdem auf dem Kopf stattfindet. Ich muss alles nur anreichen. Orlando. Oh. Für die nächste CD-Cover, ja. Ja, genau. Lass uns ein Mobil. Was brauchen wir für die nächste Saison? Also, Sie sollten doch, ja, ein Fascinator wäre schon schön. Okay, gut. Hier in Deutschland. Während ja, wenn Sie zum Eskett-Pferderennen gehen wollen, gut, dann müssen Sie schon Philip Tracy aufsetzen. Die Einladung ist noch nicht angekommen. Ich kann es mir selbst nicht erklären. Ich denke mal, die Post streicht. Das ist nur ein Mist. Genau, ist kein Mist. Schon nicht damit. Aber toll, dass Sie angekommen sind bei uns. Vielen Dank, Heidi Steier. Wir sind eins. ARD.